Ich darf in die Top Lane. So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal nicht ich als Sona, sondern ich als Toplaner. Wir werden gleich mal schauen, was dabei rumkommt. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Die Chancen zu versagen umso größer. So richtig gut mit Toplane-Gegnern kenne ich mich nicht aus. Also wenn jetzt gleich ein Renekton kommt, bin ich ziemlich auf mich allein gestellt. Es könnte aber auch ein Poppy kommen. Dann weiß ich verliere. Deswegen banne ich jetzt Poppy und muss Rengar leider offen lassen. Poppy wäre schön gewesen. Also ich könnte Poppy spielen, aber wenn ich erst an Platz 4 dran bin, habe ich keinen Counter zu Poppy. Ich weiß nicht, ob man mit Rammus Poppy countern kann. Ich glaube nicht. Nicht mit Rammus, sorry, mit Malphite. Ich glaube aber nicht. Wir haben jetzt keine Knock-Ups bisher. Ich glaube, es gibt auch keinen Botlaner, keinen ADC, der einen Knock-Up hat. Mal gucken, jetzt wäre es toll, wenn Udi sonst sagt, soll ich dir Yasuo picken? Sagt er aber nicht. Das Ding ist, Yasuo kann ruhig offen bleiben, wenn ich... Ah. No problem. I can play others. But thank you. So, LeBlanc zu picken, finde ich eine gute Idee. Okay, Yasuo ist jetzt gepickt. Mir bleibt jetzt also zwei Optionen. Ich könnte jetzt, you have punt. Or Ramos. Okay. Pick. Don't blame me if I suck too much. Zona or other? GG lost. Die Sonne geht auf. Okay. GG lost wahrscheinlich wegen Braum, der super synergiert mit Lucian und mit Yasuo. Wir haben jetzt so viel... jetzt ganz schnell mal die... Normal. Ich meine, ich habe eine Pantheon-Seite. Gucken, ist das hier? Ja. Ich lasse das TP bei Pantheon weg. Ich habe ja den Ulti. Mit dem Ignite kann ich in haarigen Situationen dann doch vielleicht nochmal irgendwie so den extra Schaden raushauen. Gerade weil Yasuo im späteren Verlauf mir auch einiges an Lebensraub bekommen wird und ich relativ wenig Rüstung kaufen werde. Sprich, er wird sich relativ gut an mir hochheilen. Da gab es, ich glaube, vor 2-3 Wochen auch mal ein Video zur Mechanik der Woche bei Maxim von Let's Read Spoilbox von Summoners Inn. Das ginge da in die ähnliche Richtung. Da war nämlich ein Pantheon gegen einen Yasuo und der Yasuo wendet sich von Pantheon ab, killt erstmal, ich glaube es war so Raka, den Carry, weil er dort wegen weniger Rüstungsschutz und und weil Pantheon seine Passive ab hatte, mehr Schaden machen konnte. Und ja, das kann ich ja durch den Ignite so ein bisschen abdämpfen.
Der Hackerim, den finde ich gerade ganz, ganz unschön. Wir haben nämlich nichts, was den Hackerim. Ja, wir haben viel HCC. Ich weiß nicht, was passiert, ob er dann geslowt wird und sein Ansturm wieder neu beginnt, nachdem der CC vorbei ist. Aber mal gucken. Wir haben ein Team aus Silber 1 Spielern, ehemaligen Silber 1 und Gold 5 Spielern. Das ist schon mal ein guter Anfang. Die Synergie von Braum mit Lucian und mit Yasuo ist halt wirklich extrem unangenehm. Aber irgendwas ist ja immer. So, Pantheon im Silberrücken in der Kluft. Wenn das schief geht, bin ich jetzt, glaube ich, wieder Bronze 5. Pantheon standardmäßig beginnt mit Q. Jetzt wollen sie einen Invade machen, da bin ich gerne mal mit dabei. Ich habe irgendwie selten mal die Chance, einen Invade mal zu machen. Weil mein reguläres Team da immer keine Lust zu hat. Warum auch immer. Wenn ihr das seht, warum? Fakt ist Braum. Hier ist Ignite 2. Ich habe noch Ignite, alles gut. Aber ich habe gerade geflasht. Ich weiß nicht warum. Shot Flash. Cool. So. Gehen wir halt noch mit einem Schwert extra rein. Geil. Und wir haben Braum gekillt, ne? Wahnsinn. Great. Okay, das Team gefällt mir schon mal. Aber mal sehen, ob die Motivation, die sie ja an den Tag legen, am Ende auch berechtigt ist. I will gank you level. Lass uns vorrücken. Mal schauen. So, Idee ist jetzt, können auch einen Speer abgeben. Idee ist jetzt mindestens die Pässe wieder abzubekommen. So, ich muss jetzt hoch. Damit ich mit der Passive in die Lane komme. Und dann schauen wir Ich mal. kenne meinen Weg. Das war zum Beispiel gerade doof von mir. Ich sollte nämlich mit dem Auto-Attack gerade zu Beginn den Windshield von Yasuo entfernen. Und dann mit dem Speer. So, Ignite ist jetzt raus. Udo steht aber schon bereit. So, und jetzt beginnt nämlich der Spaß mit Pantheon. Vor allem gegen Melee Toplaner. Ich habe jetzt den E und ich habe Thunderlords und kann damit halt extrem nett ihn immer dann bestrafen, wenn er versucht, in der Lane irgendwo. Hat er Ignite? Ne, hat er keinen. Day schaut er nicht. So, ich glaube, Yasuo hat kein. Ich glaube, Yasuo hat kein TP mehr ab. Der ist, glaube ich, gerade schon zurückgegangen nach dem Ignite. Das macht es für mich jetzt ein bisschen einfacher, zurückzugehen. Ich hole mir erstmal den Kriegshammer. Pink. Und dann schauen wir, was draus wird. Yasuo noch Level 2. Ich hätte jetzt früher zurückgehen sollen, da wäre ich nämlich mit dem zusammen in der Lane gewesen, aber die Lane ist gepusht. Und das, dann hätte ich vorne kämpfen müssen. Das wäre jetzt auch nicht so mein Liebling. Hecarim könnte
Okay. Könnte Top Lane auch gerne mal einen Tower Dive machen. Deswegen setze ich die Pink Ward mal hier hin. Und halt mich hier mit den normalen Wards über Wasser. Das müsste eigentlich ausreichen. So, ich habe kein Flash-Up. Ich kann also eigentlich gerade gar nicht weiter nach vorne. Aber so wie. Oh, da ist Hacker dran. Jawoll! So habe ich mir das vorgestellt. So, ich glaube, Hackerim ist immer noch hier. Aber ich weiß nicht, wie viel Health er noch hat. So. Und das war jetzt halt die ganze Zeit. Schön wäre eigentlich gewesen, ich wäre noch Level 6 geworden. Dann wäre das mit dem Zurückgehen nämlich weniger problematisch. Weil ich dann mit dem Ult reingehen könnte und ihn sofort wieder engagen könnte. Also, es könnte sein, dass ich bei Level 6 das dann noch machen werde. Mein Problem ist, ich weiß immer nicht, wie lange ich brauche bei so viel Erfahrung. Obwohl, man sieht es jetzt ja auch, ne? 20 Erfahrungen, 30 Erfahrungen pro Minion. Sprich, irgendwie noch so circa anderthalb Waves. Hätte ich weggehen können, um dann mit dem Ult wieder reinzuspringen. Aber das wollte ich jetzt nicht. So, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich habe nämlich wieder einen Ignite ab. So. Jetzt habe ich zwar alles rausgehauen. Das Doofe ist halt, er hat ja mehr Minions. Hackerim ist Mitte. Doppeltötung. So, jetzt habe ich eine Ulti ab. Ich glaube, Hackerim war. Tower-Angriffe lohnen sich für mich gerade noch nicht so sehr. Das kriegen sie zu dritt da unten hin, das läuft. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob das am Ende eine gute Idee ist. Na gut, wir kaufen es erstmal. Über gute Ideen können wir uns später Gedanken machen. So, jetzt kann ich mit dem Multi zurückkommen. Jetzt wäre es schön, ich hätte noch Ignite. Weil der Output an Damages dann einfach nochmal viel, viel größer. Ich halte jetzt wegen Smartcast schon mal R gedrückt, gucke, wann kann ich da rein. Und lege dann den Kreis so, dass er sich gleich gut überlegen muss, farm ich weiter oder nicht. So, einmal die Minions resetten. So, hat sich vom Level her jetzt schon ordentlich angepasst. Er kriegt auch nicht mehr so viel Schaden. Ah, da kam ich durcheinander. Ich weiß ja nicht, ob er. Kann ich das sehen?
Ja. Das war einzig und allein meine Schuld. Sorry, Pun, my bad. Auf der Stelle. Me too. Could have gone either way. So. Ich warte noch mal den... Wahnsinn. Also, war von ihm auch blöd, da irgendwie noch reinzugehen? Ich glaube nicht, dass da Vision ab war. Eine Frage der Ehre. Ich weiß gar nicht, warum sich Ezreal und Leona so anzicken. Die sind doch eigentlich auch ganz gut im Spiel. Also, vor allem sind sie nicht so miserabel im Spiel, dass sie sich da jetzt irgendwie Gedanken machen müssten. Muss ich wieder... Also immer aufpassen, von wem man sich treffen lässt, weil, wie gesagt, die Passive von, die Passive vom Yasuo, die, von Pantheon, die will ich halt eigentlich sehr, sehr gerne behalten. So, jetzt achte ich auch mal so ein bisschen auf seinen Wirbelsturm. Gucken, wie er den einsetzt. Jetzt warte ich auch mit dem Ignite ein bisschen länger. Hecarim ist noch in der Botlane, kommt jetzt aber hoch. Heißt für mich, ich sollte auch noch verschwinden. So. Und so kann das jetzt weitergehen. Also, Yasuo hat den Kill nicht bekommen. Das ist schön. Ich glaube, ich habe genug Geld, um mir jetzt... 20 Tödlichkeitsfaktor ist super. Gerade gegen Yasuo, der ja keine Rüstung baut. Vielleicht baut er sich am Ende irgendwie einen Guardian Angel. Aber bis dahin habe ich hier jetzt ein bisschen freies Spiel. Ich hätte jetzt dann noch auf Schuhe... ich warte noch auf Schuhe. Damit lasse ich dann auch noch Yasuo die Chance bis an die... Ja, guck mal, die Wave ist sogar noch dort vorne. Die pusht jetzt erst rein. Ich kann nicht runter im Moment, aber die Botlane ist auch gut zugange. Wäre sonst sicherlich auch eine Überlegung, lieber ein TP zu nehmen. Habe ich eine Zeit lang auch gemacht, wenn ich Toplane gespielt habe mit Pantheon. Aber ich habe... einfach aufgrund der miserablen Erfahrung, also miserabel im Sinne von nicht vorhandene Erfahrung, ein Gegner wurde getötet. Warum macht er sowas mal? Okay, das ist irgendwie sehr gut vorhersehbar. Also er wartet mit seinen Wirbelstürmen, bis ich in... bis ich zu einem Auto-Attack auf Minion, zu einem Last-Hit ansetze. Und dann kommt das. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo Hecarim ist. So, Panik. Und... Hecarim ist Bot. Ich glaube, Orianna kommt gerade runter. Gott.
Schön. Bergdrachen. Das trifft sich gut, wo ich ja jetzt gerade auf den Turm zugehe. Schon ganz schön ängstlich. Ein Gegner wurde getötet. So gut wie erledigt. Die eigentliche Combo von Pantheon ist Q, W, E, Q. Die Abklingzeit vom Q ist auf Level 5 nachher so gering, dass man tatsächlich eben zwei davon in die Combo einbauen kann. Und das darf man natürlich auch gerne tun. Ist jetzt halt bei Yasuo immer ein bisschen doof, deswegen versuche ich erstmal den Windschild rauszujuckeln. Ich verstehe es nicht. Jetzt fehlt die Midlane gerade. Und er geht wieder rein. Hecarim. Ich habe jetzt wirklich alles wieder ab. Ich sollte eigentlich mal B gehen. 1300 Gold ist auch super. Guckt euch das an, ey. Shit. Ich habe wieder die Autotext verkackt. Hätte ich mal zwischendurch nochmal ein, zwei Autotext hingekriegt, wäre das vielleicht ein bisschen besser für mich abgelaufen. Ich brauche jetzt den Black Cleaver für sowohl für Hecarim als auch für Braum später. Der Black Cleaver prockt seine 5% Rüstungsreduktion auf. Jetzt habe ich wieder keinen Ignite, mit dem ich in die Lane kommen könnte. Aber er hat kein Ulti mehr. So, ich schütze jetzt den Farn. Muss er nämlich Gas geben. Ich hätte weggehen sollen. Okay, First Tower ist schon weg. Oh. So. Jetzt komme ich hier gerade an den Punkt, wo ich ich brauche 750 für den nächsten Kriegshammer. Ich kann mir aber für 600 die, vielleicht kriege ich auch noch 750 zusammen. Ne, kriege ich nicht. Krieg ich doch, krieg ich nicht. Die Boots sind sowieso ganz gut. Ähnlich wie bei Riven kommt der Schaden bei. Frage ist, ob das Chasen da so gut ist. Ich mache jetzt das Ghostblade an und. Schön. Ich weiß noch immer nicht, ob er Tiger oder Phoenix Julio ist. Sie sieht doch, dass ich kein Ult abhabe. Ja, also es ist kein besonders gutes Matchup gerade, weil ich mich hier teilweise wirklich dumm anstelle.
zum Glück er auch. Provoziere mich nicht. Ich glaube, Christian. Ich dachte, er macht noch sein Schild wieder. Hacker im Spotlane. Das ist halt ein bisschen Waste für mein Mana. Aber ich habe ja noch meine geilen Potions. Ich glaube, er TP ab. Naja, dann. Last Hits for the win. Miserabel gemacht, ich hätte B gehen müssen. Und jetzt kriegt er nämlich den Tower. Scheiße. Mal gucken, wie nahe er rankommt an den Tower, bevor ich ihn abfangen kann. Er hat recht, klar soll ich das. Die Abklingzeit ist jetzt eigentlich auch nicht so hoch. Sprich, ich glaube, ein Drittel gerade von einem TP. Aha. Hab ihn jetzt in 10 Sekunden wieder zusammen mit Ignite. Schafft er auch alleine. Ich könnte aber. So. Ich habe den, glaube ich, gerade wieder gewastet. Also ich mache mir immer noch Gedanken, ob Yomomo hier wirklich gut ist auf Pantheon. Ich habe ihn früher immer genommen, weil ich dann zum Tower einhauen einen höheren Attack Speed bekam. Ach, Ehrenrettung. Tower weg. Bevor der Tower bei Yasuo weg war. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo Yasuo ist. Thank you.
Ja, jetzt kommen die Zeiten, in denen er halt mehr Schaden macht. Aber gut, ich kann mich jetzt in die Teamfights irgendwie mit reinbegeben. Und dann mal schauen, was ich da so draus machen kann. Ja, so kriegt jetzt auch meinen Tower. Ach, das ist ärgerlich. So, zweites Problem. Jetzt habe ich nämlich schon 40% Ablehnzeitverringerung. Was mache ich mit dem Rest? Ja, so ist es gegangen. Aber ich habe den Ulti schon wieder ab. Gucken, wie schnell wir hinkommen. Hier ist ein Teleport gewesen. Wahrscheinlich muss er irgendwo eine Ward gewesen sein. Ja. So, ich pushe jetzt hier oben noch erstmal weiter. Gucken, was hier unten so gerade abgeht. Die werden jetzt Baron machen. So, jetzt komme ich in den Zeitraum hinein, wo ich jetzt merke, oh Gott, sie haben auch AP. Eigentlich wollte ich mir noch Lifesteal kaufen. Das Problem ist nur, keines der Lifesteal... Moment. Ja... Zum Pushen finde ich ja immer die Titanite Hydra geiler. Aber schlecht ist die jetzt ja auch nicht. Außerdem hat sie mehr AD damit, AD-Bonus. So richtig ausgeredet habe ich das noch nicht. Das müsste ich nochmal machen. Man könnte ja auch denken, wegen der Passiven auf dem E. Der macht ja, dass die Qs und Auto-Attacks bei Gegnern mit weniger als 15% Health. Schade. Habe ich zu spät reagiert. In Zusammenhang mit dem könnte man die... So, ich gehe jetzt Bot, Mitte. Ich könnte jetzt blind reinspringen. Problem ist nur, ich weiß es nicht, wo Braum und Hackerim sind. Und bei meinem Glück sind die nicht da, wo ich sie gern hätte.
Nein, 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 nein. Puh. Ich kenne meinen Weg. So, deswegen ist der Black Cleaver halt jetzt im Moment so gut, weil der Auto-Attack Damage halt jetzt auch auf einem tankigen. Oh. Auch auf einem tankigen Hackerin zu nutzen. Oh. Warum lebt er denn noch? Oh, cancel that. Ich lebe auch nicht. Scheiße. Lucian auch. Worth. Nee, war es nicht. Wir haben nämlich einen Baron Buff verloren. Würde ich jetzt ein bisschen selbstsicher sein, würde ich sagen, ich könnte eigentlich weiterhin Split pushen, weil im 1 gegen 1 habe ich, glaube ich, nicht viel zu viel. Can I Split push? When ult ready at least. Wenn sie die Mitte die ganze Zeit nämlich pushen, dann komme ich ja jederzeit von der Toplane in die Mitte. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Bono kenne ich. Ah. Schön jetzt auch mal sehen, dass das hier auch passieren wird. So ein Backdoor mit Pantheon, indem man dann irgendwie vom Red Buff aus zum Nexus hüpft. Auf der Stelle. Der Gegner hat einen Turm zerstört. So, ich kann jetzt ja nichts machen. Den Tower verlieren wir. Wir verlieren noch einen Inhib. Ja, was soll ich da reinspringen? Vier Leute full health. Yasuo hat sein Schild. Das Ding ist nur, ich glaube, sie hätten mehr draus machen sollen. Hätten sich für alles gehen sollen. You could never hit. Oh, der Ezreal. Ich kenne meinen Weg. Ja, my bad. We need frontline. Ist denn hier Leona unsere Expertin par excellence? Par Exzellenze? Switch. They are good now. GG. Ezreal ist Gold. Leona ist auch Gold. Ezreal Gold 5. Also war Gold 5. Und so geil. Yasuo und Orianna waren Gold und sind auch schon wieder Gold. Leute, warum spiele ich jetzt gerade gegen aktuelle Goldies, wenn ich Silber 5 bin und mein gesamtes Team ist Silber? Dann schiebt mich doch bitte auch zumindest in Silber 3 hoch, wenn ihr meint, dass ich so gut bin. Aber dann macht doch hier nicht so einen Hickhack. Vor allem, weil ich die Spieler alle jetzt verliere.
Also ich meine, was, ja, was gewinnen wir jetzt dadurch? Ihr prüft mich auf einen Stand, also auf dem ich anscheinend sein soll, ohne dass ihr mir die Gelegenheit gebt, auf diesem Stand auch wirklich zu performen. Ja, kiten, das ist aber eine gute Idee. Alter. Zurück, zurück, zurück. Sie können da nicht mehr viel machen. Fokus im Raum. Kill ihn doch, Mensch! Alter! Mein Speer ist rastlos. Vergessen. Eine Frage der Ehre. Damage her sind wir ganz gut. Wait, Leo. So, lass uns das jetzt mal ordentlich machen, oder? Was haltet ihr davon? The problem is hacker engaging before I can get to Ori. So, ich könnte jetzt noch den Dingenskram hier bauen, das will ich aber nicht. Ja, komm. Machen wir's. Der Schaden ist ja schon ganz gut. Punt an enemy, go beside us. So come from sides. No, we need to let Hekka engage as then re-engage. Auf der Stelle. Group. Ein
eine Frage der Ehre. Leo First, das verstehe ich nicht, dass die... Oh, guckt ihn dir an. Guckt ihn euch an. Lauft er doch nicht. See? And why do you go in, Udyr? Meine Fresse, ey. Wait for Hacker to engage. Was macht er jetzt hier? Ach ja. Und beide sterben noch. Lauf doch jetzt zurück. Ihr hin und her gezuppelt, macht doch nichts. Wenn er Autotext auf sie macht, würde sie irgendwie mal kurz eine Sekunde lang unsichtbar sein, dann wäre das ja was ganz anderes, weil er sie dann gar nicht sehen kann. Oh, komm, ey, das kann doch nicht angehen. Wieso habe ich denn das denn gekauft? Und noch ein Trank. Ja, super. Global Ult. Verschwendet. Old Rake defended. Nee, der hier ist wichtig, Leute. Provozier mich nicht. Können wir nicht machen. Und wieder geht Udyr rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß nicht, ob ich hier viel sinnvollen Kram losgelassen habe. Ich glaube, es wäre tatsächlich besser gewesen, wir hätten immer auf Hackerin gewartet. Ich hätte zwar in die Backlane springen können, aber mein Timing sehe ich nicht als so sinnvoll, als dass ich dann Ori in dem Moment erwischt hätte, in dem Hackerin gerade seinen Engage macht. Also ich kann ihn ja nicht reaktiv machen, weil der Sprung 4 Sekunden dauert. Und weiß ich nicht, es hat, finde ich, gut funktioniert, Hackerim reinlaufen zu lassen. Er hat es jedes Mal wieder gemacht. Wir haben ihn jedes Mal dafür bestrafen können. Wenn Hackerim weg ist, können wir re-engagen. Wir hätten dann immer noch den Ulti von Leona. Wir haben genügend HCC mit Braum, mit mir, mit ihrem Q, dass sie den Ulti wirklich aufbewahren könnte. Und wenn Hackerim weg ist, dann kann man ja immer noch überlegen, ob ich dann reinhüpfe oder nicht. Aber sie haben halt selten das so gemacht, dass Hackerim, das hätten sie, glaube ich, mal mehr machen sollen, dass Hackerim den Schild von Orianna bekommt,
er reinrennt und dann sozusagen in uns die Ult gezündet wird. Das hat man früher auch gerne mal mit einem Rengar gemacht. Aber gut, sei es wie es ist. Ich bin froh, dass das Spiel vorbei ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, schönen Tag noch und tschüss.